So, ihr Lieben, da sind wir. Folge 3 von Taylor's Principle 2. So, das Puzzle heißt Castling und da flackert es. Na, wir lassen ihn mal ein bisschen laden hier in Ruhe. Ich wollte noch was dazu sagen. Ich habe, oh Gott, funktioniert die Kamera? Ja. Ich habe ein Riesenproblem mit meinem Schnittprogramm Sony Vegas. Nee, es ist gar nicht mehr Sony, sorry. Es ist jetzt mittlerweile ja Magix. Magix Vegas Pro Edit 18 hatte ich genutzt. Jetzt nutze ich 19, habe es mir extra gekauft. Weil ich nehme auf folgende Art und Weise auf. Und zwar mit OBS Studio. Heißt das Studio? Ich glaube, es heißt OBS Studio, ne? Mittlerweile. Das irritiert mich immer wegen S. Ich denke immer, S steht für Studio, aber es stimmt ja gar nicht. Das ist Open Broadcasting Software Studio. So. Und zwar, OBS ist super. Geilstes Programm ever. Kann alles, was ich will. Hat zigtausend Formate und die Performance ist super geil. Ja, ich nehme auf in, weiß ich nicht, MKV habe ich probiert und MP4, das sind Containerformate für Videos. Und der kann fragmented aufnehmen. Das heißt, er nimmt auf und selbst wenn irgendwie was abbricht oder so, alles, was aufgenommen ist, bleibt. Ja, und ich nehme auf in ein Video, in eine Videospur und zwei Audiospuren. Nämlich einmal der Sound von dem Spiel. Einmal das vom Mikro, damit man das nachher gut abmischen kann und Video. Und mein Problem jetzt, oh, die Schatten sind immer noch am Flickern. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen rumrennen, damit er das hinkriegt. Mein Problem ist jetzt folgendes. Vegas Pro will diese Formate nicht lesen, diese fragmentierten Formate. Das heißt, ich muss jetzt einen Arsch voll Arbeit investieren. Ich habe, wie gesagt, extra die neue Version wieder gekauft, die 19, also was heißt die neue, eine neuere Version. Und selbst die kriegt es nicht hin, MKV oder MP4 in Fragmente zu lesen, weil der bricht dann nach 4 Sekunden ab. Ja, der denkt dann nach 4 Sekunden, wahrscheinlich das Ende des ersten Fragments, ist das Video vorbei. Er rafft es nicht, ja, er ist zu dämlich dafür. Und das finde ich so doof, das sage ich euch ganz ehrlich. Und jetzt ratet mal, welche Programme das können. Die Programme, die das können, sind Open-Source-Programme, ja? Open-Source-Programme können das. Zum Beispiel Shotcut, aber auch ein anderes, welches ich zum ersten Mal benutzt habe und ziemlich begeistert bin. Außer ein paar Bugs sind noch drin, das ist nicht so schön. Aber ein Programm, was es eben auch kann, ist KDN Live. Ja, das ist wunderbar, super. Ich probiere jetzt einfach mal diese beiden Farben zu mischen und das hier drauf zu stellen. Mal gucken, was passiert. Cool, das läuft schon mal, ne? KDN Live, damit habe ich jetzt eine Folge komplett geschnitten. Einziges Manko ist... Wartet mal, blau, kriege ich da blau raus? Ich glaube, ich kriege da blau raus, ne? Das müsste eigentlich gehen. Das probieren wir mal. Dann das noch mit dem hier zu verbinden. Und da hinzustellen. So, läuft. Ja, perfekt. KDN Live, also ziemlich begeistert. Außer den Bug, dass man keine Übergänge reinstellen kann, weil er dann immer, also ich, immer wenn ich einen Übergang zwischen zwei Videos haben will, muss ich das Programm neu starten, weil er sonst das irgendwie nicht erlaubt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Da muss ich noch hinterkommen. So, egal. Back to the puzzle. Also wir haben hier diese geilen Farbmischer und die funktionieren immer folgendermaßen. Aus zwei Farben kriegt man die dritte. Das heißt, wenn ich jetzt hier rot haben will, dann brauche ich blau und grün. Oh, scheiße. Kriegt man das hin? Ja, eigentlich schon, oder? Warte mal ganz kurz. Kriegt man das nicht einfach so hin? Brauche ich den zweiten überhaupt dafür? Ach so, weil ich blau noch brauche, ne? Blau kriege ich jetzt von dem. Aber grün kriege ich von dem. Und dann treffen die sich wieder. Oder kann man hier doppelt moppeln? Einer reicht ja nicht, ne? Richtig? Es muss gemischt werden. Wenn ich die nur damit verbinde, dann passiert gar nichts, richtig? Ja, genau. Das gilt als tot. Das wird jetzt spannend. Die Frage ist... Ja, den blauen brauche ich ja gar nicht mehr. Den habe ich ja jetzt da rausgeholt. Das heißt, ich kann jetzt, ja... Für rot brauche ich... Kann ich daher blau holen? Warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Nur mal ein Test, wenn ich jetzt, mal angenommen, ich deselecte jetzt all. Wenn ich jetzt hiermit verbinde und damit verbinde, müsste ja grün rauskommen, richtig? Stimmt das? Nee. Achso, mit dem hätte ich verbinden müssen, ne? Wenn ich mit dem verbinde, erstmal alles deselecten wieder,
Wenn ich mit dem selecte und dem selecte, dann ist das Ding grün, wie ihr seht. Aber grün will ich nicht. Das wird jetzt interessant. Haben wir denn einen blauen irgendwo? Wir haben gar keinen blauen. Wir haben nur diese Mische. Blau und grün müssen wir jetzt rausmachen. Das Problem ist dann... Ich weiß. Warte mal ganz kurz. Wenn ich den jetzt da reinpacke und den jetzt da reinpacke, dann kriege ich doch hier auch blau. Und wenn ich jetzt den hier nehme und den aber da stehen lasse... Das Problem ist, der ist ja jetzt weg, ne? Wenn ich den jetzt erstmal cancele und ich sage, ich nehme jetzt den mit dem und verbinde den damit, dann ist das Ergebnis doch bestimmt rot. Ja, das war's. War relativ einfach, oder? Und jetzt haben wir hier diese offenen Fenster. Ich bin mir nicht sicher, ob das wichtig ist. Noch recorded da. Das heißt, wir drücken hier drauf. Haben unser erstes Puzzle für jetzt, für diese Session erledigt. Und können jetzt in Puzzle Nummer 4 gehen. Puzzle Number 4. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir irgendwann nochmal irgendwas irgendwo hinstellen müssen, dass man von außen drankommt. Aber es sieht momentan nicht danach aus. So. The soil sample results are in line with what would be expected in this type of environment. The samples from the above ground structures, though, I tried dating them, but the results just don't make sense. None of the typical molecular markers are present. These walls could have been made 10,000 years ago or yesterday. Achso, das ist draußen, ne? Hier kam ich her, glaube ich. Oder? But I'm not sure that would make sense, given how weird everything else is. Good work, Yakut. Keep at it. Oh Gott. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo Puzzle Number 4 ist. Ist hier nochmal irgendwo ein Wegweiserchen? Ein Wegweiser wäre ganz nett. Ich bin ein bisschen doof gegangen, jetzt gebe ich zu. Ist meine Schuld. Da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, ob es die richtige Nummer ist. Es ist ein bisschen riesig alles, ehrlich gesagt. Ich mochte eigentlich dieses Kompakte aus dem ersten Teil. So, welches Puzzle haben wir denn jetzt hier? Steht hier irgendwas? Ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt hier einfach rein. Elevation. It's strange that some of these puzzles seem disconnected from the rest. Like it's all unfinished. Okay. Or still evolving. So, hier kann man auf jeden Fall durchgehen. Und den kann ich aber nicht rausnehmen. Den könnte ich aber zum Beispiel hier hinstellen. Und ich könnte jetzt sagen, bitte verbinde den mit dem hier schon mal und stellen dahin. Jetzt müsste ich natürlich nur irgendwie diese Tür da öffnen und dann die verbinden miteinander. Bin ja mal gespannt, ob das geht. Kann man den von außen? Nee, kann ich gar nicht. Elevation heißt es. Das heißt, man müsste es irgendwo wahrscheinlich von oben. Was passiert, wenn ich den... Ja, hier ist auch ein Klotz. Den Klotz. Und dann müssen wir nachher hier den blauen. Das ist das Ziel. Hier blaues... Krams dran zu kriegen. Warte mal. Den kann ich aber auch nicht mit reinnehmen. Und wenn ich hier drauf gehe, ist es auch nicht über dem Ding drüber. Das heißt, von hier aus kann ich nicht das sehen. Wenn ich jetzt noch einen Klotz hätte vielleicht. Hm. Das wird jetzt interessant. Frag mich, ob ich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dieses Puzzle überhaupt schon lösen kann. Also, Fakt ist, am Ende brauche ich Blau. Und Blau kriege ich nur durch Rot und Grün. So, ich könnte jetzt, nur mal so als Test, weil hier muss ich ja momentan zumindest nicht hin. Jetzt könnte ich ja sagen, ich will bitte das mischen mit dem und stelle den hier oben drauf. So, und wie man sieht, kommt er nicht durch. Das reicht schon mal nicht. Und da drin war ja auch kein weiterer Klotz. Ach, guck mal, hier ist ja blau. Das habe ich ganz vergessen. Blau und rot ergibt grün. Aber grün bringt mir gar nichts, oder? Wo brauche ich denn grün? Ich glaube, grün brauche ich gar nicht. Wofür brauche ich denn das blau, bitte? Ach, warte mal. Ich wüsste gerne mal eins. Kann man denn
Also blau brauche ich doch für dieses Puzzle gar nicht, ne? Aber ich würde gerne mal wissen, kann ich von hier nach da strahlen? Geht das? So. Also durchstrahlen kann man hier. So, einzige Manko ist jetzt noch... Warte mal kurz. Stopp mal kurz. Gucke mal, ich habe einen blauen gemacht. Weil das hier gar kein... Ach, das ist gar... Oh, das ist gar kein Mixer. Ich habe nicht aufgepasst. Das hier ist gar kein Mixer. Das ist ein stinknormaler. So, und jetzt pass auf. Genau, jetzt brauche ich nämlich die Elevation. Oh, das ist witzig. Das ist witzig. Jetzt könnte ich nämlich erstmal deselecten. Und jetzt könnte ich sagen, bitte mische mal den mit dem, aber hier oben drauf. Und dann habe ich den zu einem blauen gemacht. Kann den hier wegnehmen. Und jetzt habe ich aber ein Problem, weil ich bräuchte jetzt hier die Kiste, ne? Oh. Und der ist jetzt zugegangen. Weil ich ja natürlich den da nicht mehr bestrahle. Oh je. Das ist nicht so trivial. Okay, hier muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Wichtig ist nur... Ich hätte den Klotz da reinnehmen können. Stopp. Jetzt glaube ich, weiß ich's. Also nochmal. Den brauche ich, weil... Damit verbinden wir schön... Erstmal deselecten wir alles. Damit verbinden wir schön den mit dem da. Plopp. Damit ist die Tür offen. Damit können wir den Klotz reinnehmen. Nein, das wollte ich nicht. So, komm mal her. Deselect all. So. Der Klotz kommt jetzt. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Oh, sorry. Ich würde denken, dass der Klotz am Ende irgendwo hier stehen muss, weil hier muss ja irgendwas damit passieren, oder nicht? Das heißt eigentlich... Nee, das wäre ja dann blau. Okay. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass am Ende... Ich weiß immer noch nicht, wie ich den dann aufkriegen soll. Das ist ein bisschen komisch. Weil guck mal, ich könnte jetzt sagen, ich nehme den mit dem und dem. Und stellen da drauf. Damit hätte ich ja das Ding gesichert. Ja? Damit kann ich ja ihn hier mitnehmen, weil den brauche ich ja jetzt nicht mehr dafür. Problem ist das hier. Ja? Wie komme ich jetzt... Weil wenn ich jetzt hier drin bin... Also theoretisch... Ach, wisst ihr was? Das hatten wir doch vorhin schon. Jetzt kommt nämlich die Lesson, die ich vorhin gelernt... die ich das letzte Mal gelernt habe. Guck mal. Jetzt kann ich den ja wegnehmen. Erinnert ihr euch? wo ich noch gesagt habe, das wird bestimmt irgendwann mal wichtig. Es ist jetzt wichtig. So, liebe Leute, und jetzt kann ich den hier machen. Ich schätze mal, das ist ein Extended Puzzle. Oder? Für die ganz Schlauen. So. Ich glaube, das durfte ich eigentlich gar nicht lernen, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Guck mal. Ich komme mir gerade so unheimlich schlau vor. Oder? Oder nicht? Ich kriege eine Private Message. So, was steht jetzt hier? Permission to share. So, zeig mal. So. Blablabla. Ist das die überhaupt die coole Private Message? Oh Gott. Ja, komm, in dem Spiel mache ich es mal. Echt würde ich niemals Private Data konsenten. Six questions. Question 1. Okay, sechs Fragen. Und da sind wir wieder wie beim ersten Teil in diesen Terminals. Jetzt wird nämlich so ein Profil von uns erstellt. Compassion on Knowledge. Eigentlich beides, oder? So, reject the terms. Alles klar. Binary. Dann sage ich jetzt erstmal Knowledge. Knowledge ist auf jeden Fall wichtig. So, question 2. Is it okay to lie or misdirect in order to keep a secret? Eigentlich ist Lügen nie richtig. Man könnte auch sagen, ich sage gar nichts, ja? Man könnte sich einfach weigern zu antworten.
be punished? When people do wrong, do they deserve to be punished for it beyond what it is necessary for our own protection? Bad behavior, naja, das ist ja die Frage, ob Mörder einfach, ob man einfach du, du, du sagt und dann ist gut. Unnecessarily, das siehst du, das ist die Frage. Unnecessarily, ist es necessary? Also, erstmal, bad behavior punisht sich schon selber, so, ja, also das heißt, wenn ich zum Beispiel bescheiße bei einem Spiel, ja, dann bestrafe ich mich damit selber, weil ich ja innerlich weiß, dass ich es nicht kann. So, also das Punishment kommt von selber. So, metaphysical. Can the world be reduced to mechanical parts? Nein, ganz sicher. We'll never fully understand it. Yes, das ist klar. Weil, denk mal einfach an das Gehirn, ja. Ist es nur chemisch? Und wenn ja, warum sehen wir dann im Traum komische Bilder, die kein Mensch vorher gesehen hat? So, things really change for the better, for good. Change for the better is always followed by change for the worse. Ja, das ist zumindest nach meinem eigenen Erleben so. Kann es so bleiben? Also ich glaube, es ist alles in Zirkeln, ja, es ist rotiert. Murphy's Law, ja, oder irgendwie sowas in der Richtung. Gerade wenn du dich am besten fühlst, wird alles scheiße. Ist es immer so. Genau wie mit meinem Videoschnittprogramm, gell? Gerade wenn ich denke, jetzt habe ich eine tolle Version von einem Schnittprogramm gekauft, geht gar nichts mehr. So, which is the more important to the success of civilization? Oh Gott, the respect for the lessons of our past or to rewrite the rules for our future? Es ist immer doof, weil eigentlich würde ich beidem zustimmen. So, we should not let our future be defined by our past. We should not disregard the wisdom which brought us here. Eigentlich sagt beides das Gleiche. Mir ist es jetzt gerade egal. Komm, mach mal hin. Nur nicht auf dem Boden. Lass mich schon. Ist ja gerade doch noch eine Quetschen. Can praying for something make it more likely to come true? Definitiv. Aber nicht nur Prayer, sondern auch daran denken. Ja, das seht ihr daran, dass ihr an irgendwelche Produkte denkt und schon macht Facebook eine Werbung dafür. Ja, das ist auch eindeutig. So, jetzt aber genug, ich will puzzeln. Sorry. Genau, wir haben jetzt das erfüllt. Und ich würde behaupten, das ist ein Zusatzpuzzle. Ich denke jetzt einfach mal, das ist ein Zusatzpuzzle gewesen. Seht ihr da, ach, guck mal, da oben sind die Puzzles auf dem Radar. Was sagt jetzt 3 aus? Was heißt das? Dass ich zu 3 gehen soll? Oder dass ich 3 geschafft habe? 4 von 8 habe ich erfüllt scheinbar. Jetzt gehe ich in Richtung 4. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So, ich gehe jetzt mal den Weg zurück, weil ich glaube, ich habe da was verpennt. Ich weiß wirklich nicht, welches Puzzle ich gerade geschafft habe. Kann ich ducken eigentlich und hier durch? Ich glaube nicht. Guck mal, hier ist wieder irgendwas. Hier ist Puzzle 4. Mensch, ich bin dran vorbeigelatscht. Ganz toll. Und das sieht schon irgendwie so aus wie ein Puzzle, was man... Und denkt dran, die Strahlen gingen durch diese Wände durch, ne? Das wird bestimmt noch interessant. So, warte mal. Jetzt wollen wir mal gucken. Welche Puzzle habe ich schon? Ich habe bereits Puzzle 1, Puzzle 2, Puzzle 3... Und guck mal, das sind, ja, 1 von den Zusatzpuzzeln habe ich erfüllt. So, wisst ihr Bescheid. Das heißt, wir müssen noch nach den Zusatzpuzzeln Ausschau halten. Hier haben wir einen Mixer. Hier haben wir einen Ventilator. Hier haben wir einen Schalter. Hier haben wir einen, whatever this is. Den kann man hier hinstellen und jetzt könnte ich theoretisch mixen. Und zwar mixe ich hier, guck mal, ich kann hier nicht auswählen. Das ist verrückt. Wenn ich hier drauf hopse, kann ich dann... Nee, ich muss... Das ist verrückt. Guck mal, ich kann hier nicht auswählen. Upsa. Das ist verrückt. Pass auf, ich glaube, ich habe eine Idee. Und deswegen ist wahrscheinlich die Steuerung auch so absolut. Ich muss das Ding anschalten, muss hier drauf gehen, muss sagen, bitte verknüpfe mir den... Oh nein! Ich habe ihn fallen lassen. Bitte verknüpfe mir den mit dem und dem. Und das behalte ich jetzt erstmal so gespeichert. Der kann jetzt sich damit nicht verknüpfen, aber... Ich kann jetzt sagen, bitte pack den hier drauf. Und jetzt kann ich den hier drauf packen. Und jetzt kann ich den Schalter drücken. Und jetzt komme ich hier rein. Und das war's schon. Easy peasy, ha?
Der war doch easy, oder? Wie fand er den? Der war doch gut, oder? Und jetzt fehlen offiziell noch Gruppencall. Good news and I have bad news. Still no idea what those particle clouds are, but I've managed to fix the transport system. I mean, I fixed another bit of it. Well, it goes to one more station now. Sure. Don't complain. Nein. Two stations are better than none. Ja. You have right. Komm, ich will jetzt wissen, was das Problem war. Einfach. Ey, man muss dir. If I didn't know any better, fix das! Sabotage. The whole system is a mess. Okay. Let's not make any assumptions. Yakut, what does the next site look like? It's a plateau in the mountains. Seems like more of an open area with scattered structures. Oh, wisst ihr, was das heißt? Couldn't tell much from the drone feed. There's a lot of trees. Looks pretty though. Okay. Okay. Keep exploring, everyone. Okay, okay. Komm. Stay alert. Wisst ihr, was das heißt? Das war ein dezenter Hinweis an mich, dass wir jetzt auch noch andere Puzzle lösen könnten, glaube ich. Also so habe ich es verstanden, dass ich jetzt in ein anderes Areal traveln könnte. Ja? Was war denn das mit diesem Tor? Weiß nicht, was das bedeutet. Oder heißt das, das ist die Travel-Geschichte? Ach nee, da war die Tür, ne? Da war eine Tür, die dann weiter aufgeht. Genau. Jetzt ist die Frage, machen wir trotzdem da hinten weiter? Und die andere Frage ist, wo finde ich diese Dreiecksdinger? Kann man die eigentlich sehen irgendwie? Weil das ist doch alles sehr verstreut, ne? Guckt mal. Konnte man das Puzzle irgendwie sehen von weitem? Nee, ne? Ist, ja, ein bisschen, aber ein bisschen schwierig auch. Jetzt will ich mal gucken, ob man hier ein Puzzle findet, weil das sieht irgendwie aus, als wäre da noch irgendwas, oder? Seht ihr da irgendwas? Ist da noch irgendwas? Soll ich da gucken? Soll ich es checken? Oder soll ich erstmal die stinknormalen Puzzles machen? Komm, machen wir erstmal die stinknormalen Puzzles. Es ist mir doch ein bisschen arg weitläufig. Das hättet ihr gar nicht machen müssen, liebes Crow-Team. Das hat für mich keinen Vorteil. Ja? Für mich hat das eher Nachteile. Das streckt die Zeit zum Puzzeln. Oh, was ist hier? Ist das eine Abkürzung oder irgendwas? Gehe ich auf irgendwas zu? Was steht denn da oben? Ist das Puzzle 7 oder was heißt das? Ich glaube, es ist eine Abkürzung. Ah ne, hier ist ein Puzzle, oder? Habe ich jetzt richtig gelesen, dass das Puzzle 7 ist? Puzzle 5! Achso, das ist ja das Richtige. Dann bin ich richtig gegangen. Okay. Gut, dann, dann gucken wir uns das Puzzle mal an. Through the door. Durch diese hier vielleicht? Na? Okay, also ich muss irgendwas kriegen, damit ich diese Tür öffnen kann. Und ich habe einen stinknormalen Dis. Und damit kriege ich den grünen natürlich nicht auf. Allerdings. Allerdings könnte ich den jetzt hiermit verknüpfen. Und ihn hier hinstellen. Plopp. Bringt mir das was? Hm, hier ist ein blauer. Hm. Ah, seht ihr das? Jetzt geht das mit dem Jammen wieder los. Und ich weiß gar nicht, konnte man durch diese Dinger auch jammen? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Oh! Okay. Ja, ich kann hier durch jammen. So, jetzt habe ich den gejammt. Und jetzt könnte ich diesen hier... Ach, das ist ja ein Mixer. Ist hier noch mehr? Ne, hier ist nichts weiter, oder? Also ich merke schon, wenn hier Out-of-the-Box-Rätsel kommen, das wird so heftig, weil die Level sind einfach so gigantisch. Ich hab Schiss, ehrlich gesagt. So, aber gucke mal, was bringt mir das denn jetzt eigentlich am Ende? Weil... Ach, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss irgendwas mit dem Jammer machen. Wartet mal ganz kurz. Nur mal so eine Idee. Wenn ich den jetzt hier drauf stelle, nur mal kurz... Dann könnte ich doch... Oh, den wollte ich ja mitnehmen. Dann könnte ich doch... Nur mal angenommen, ich nehme jetzt diesen hier mit. Und den stellen wir mal hier hin, wo wir den sehen können. Und machen ihn gleich... erstmal alles deselecten. Wir machen den jetzt mal blau, verknüpfen den hier mit und stellen den dahin. Das heißt, ich habe hier ein blaues Ding in Reichweite. Diese Tür ist jetzt offen und muss nicht mehr gejammt werden. Dafür kann ich jetzt diese Tür da hinten jammen. Ne? Versteht ihr? Das heißt, die ist jetzt offen, die ist jetzt offen, der ist jetzt gemixt und ich könnte den jetzt mixen mit Rot. Erstmal die Selector. Mit Rot und mit Blau.
Richtig? Ist das nicht genau, was ich haben will? Weil das wird doch grün, oder? Oder nicht? Oder? Oh ne, hinstellen. So. Achso, falsch hingestellt. Sorry. Was? Okay, es hat geklappt, weil ich rausgegangen bin und der zwangs hingestellt wurde. Nicht schlecht, ich glaube, das war's schon. Sag mal, Leute, bin ich zu schlau für dieses Spiel oder ist es zu einfach? Ich schwöre, ich habe es vorher noch nie gespielt. Also den ersten schon, aber mit diesen Mixern, das ist neu. Sag ja, ich komme auch gerade ziemlich schlau vor. Aber ich meine, gut, das sind ja auch die ersten Puzzles. So, warte mal, wo ist 6? Oh, hi. Hello. Guck mal, da ist doch irgendwas. Was ist denn das? Was ist denn hier? 6 ist da hinten, ne? Aber was ist hier? Hier ist doch was. Was mache ich jetzt? Oh, ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Ach, ein Terminal. Trevor. Life of Trevor. Lifespan. Okay. Kann man das Audio denn jetzt anhören oder was? So I heard that Alexandra is recording these time capsules for okay. You out there, I guess. Okay. Robot people of the future. Hi. And I thought to myself, surely they'll want to hear more than the wisdom and insight of a brilliant scientist like Alexandra Drennan. Surely they also want to know what I was thinking. A dumbass hardware engineer from Staten Island. Tell us about your insights, Trevor. Why did you spend your last months on Earth helping a crazy old Russian guy build the world's biggest backup drive? Well, let me tell you my story. When I was... Yeah. Yeah, yes, Frank. I'm recording right now. Uh-huh. No. You know what? Why don't you go... Fuck yourself? Wolltest du das gerade sagen? Hör mal. Das ist aber nicht nett. Was ist das hier? Das sieht schön aus. Ach, nur eine Skulptur. Skulptur kaputt. So, hier ist 6, oder? Das Spiel ist mir zu groß, liebe Developer. Macht's kleiner, bitte. Gehe ich jetzt in Richtung 6? Ich weiß es nicht. Und was? Wieso steht da unten jetzt 4? Wisst ihr, was das heißt? Bestimmt 4 neue Messages, oder? Achso, das habe ich ja gerade gehört. Sorry. Nein. Ah, sorry. So. Ja, okay. Kann man stoppen? So, guck mal, das bedeutet 4 Social Media Messages, oder? So. Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht alle lesen. Okay, das ist ein bisschen komplex und man kann da echt viel Zeit reinbrettern, ne? Und ich sag ganz ehrlich, in Taylor's Principle 1 war das cool, weil hier waren die ganzen interessanten Dinge passiert in diesen Terminals. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch so ist. Aber ehrlich gesagt will ich jetzt da nicht so viel Zeit reinbrettern. Weil da muss man für in der Stimmung sein und auch Zeit investieren. Ach, ich muss hier hoch. Und irgendwie muss man auch diese Secrets noch irgendwo finden, ha? Es ist sehr komplex. Sehr komplex. Was ist da oben noch? Ist da vielleicht ein Secret? Oder kam ich daher? Ich kann es gerade echt nicht einschätzen. Ne, da oben muss ich sowieso hin, ne? Da war Rätsel Nummer 6. Rätsel Nummer 6. Also die will ich jetzt alle, ehrlich gesagt, noch fertig machen, weil ich bin gerade im Flow. Was ist dies? Was sind jetzt dies? Da ist doch Rätsel Nummer 6. Ich meine, die Benutzerführung ist in Ordnung, ja? Mit diesen Schildern und so weiter, man kommt ganz gut hin. Aber wo die... Ach, diese Fragezeichen, seht ihr das? Vielleicht kommt man mit den Fragezeichen dann zu diesen Secrets. Das werde ich mal prüfen. So, Alternatives. So. RGB Converter. Okay, das wird jetzt spannend. Rot. Ja, das wird spannend, weil... Ach so, warte mal, ich verstehe. Guck mal, aus Rot und Blau wird Grün. Richtig? Und aus... Grün und Blau wird Rot, richtig? Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Jetzt müsste man wieder sagen, aus Grün und Rot wird Blau, ne? Grün und Rot wird Blau. Und das war's schon, oder? Ach nee, ich brauche jetzt auch noch Rot. Oh, scheiße. Brauche ich das?
Mann, ist das easy. Guck mal. Aus grün und blau wird wieder rot. Overkill. Absoluter Overkill. Ich hab das Gefühl, dass das immer noch eigentlich Tutorial gerade ist, oder? Dass eigentlich mir immer noch beigebracht werden soll, wie die Grundprinzipien funktionieren, oder? Oh, guck mal. A photo? I mean, technically you're right, but is that? I can't tell what that is. Okay, how did you even manage? You're literally taking a picture with your eyes, Melville. I don't even know how to make my eyes go out of focus. Clearly, you have to listen to one of Herman's speeches. Oh, guck mal, hier, die Lost Puzzles. Doing actual science, not just sightseeing. Thank you. Ah, okay. Das sind also Zusatzpuzzle, die man einfach nutzen kann. Und ich werde das auch suchen, das sage ich dir. So, jetzt gehe ich erste Mal in Richtung 7. So, wo war jetzt wieder so ein Wegweiser? Ich glaube immer, wenn man den Hauptwegen folgt, müsste es eigentlich möglich sein. So, eine halbe Stunde sind wir jetzt schon wieder am Zocken. Da ist ein Wegweiser, der müsste doch helfen. Weise mir den Weg. Okay, es blinkt in die Richtung. Also 7 ist... Achso, hier kam ich ja her. Stimmt. So, 7. Wo gehen wir jetzt nach 7? Ich würde mal schätzen. Ich schätze mal, dass keiner kommt. Hier ist doch ein Wegweiser, ne? Genau, und die Richtung. Ach, und dann gibt es noch 8. Und dann brauche ich noch die Secrets. Laura hat Secrets. Hi. Ach, das ist Melville. Yes. Was will Mel? Nee, lass mal gut sein. Ich will wirklich puzzeln. Ich will tatsächlich puzzeln, stellt euch vor. Da ist doch ein Puzzle. Oder? Number 7. Und dann suchen wir die Secrets. Guck mal, hier ist ein Fragezeichen. Self-Sufficiency. Self-Sufficiency. Oh, das ist wieder sowas mit hin und her. Okay. Okay. Self-Sufficiency. Self-Sufficiency. Da kam ich rein. Da ist ein Dingeling. Das Problem ist, jetzt komme ich hier erstmal nirgendwo rein. Erstmal muss ich selber self-sufficient sein, nehme ich an. Warte mal. Plopp. Ist ja noch nicht an. Oh, das wird hart. Oh. Ich komme ja momentan da gar nicht rein, außer hier ist irgendwo eine Leiter. Aber ich habe keine gesehen. Boah, Leute. Und ein Gerät habe ich ja auch nirgends gesehen, oder? War ich hier irgendwas von außen? Nee. Glaube nicht. Boah, das ist hart, Leute. Ich komme ja nirgends rein. Wir haben doch nur die zwei Räume, richtig? Das ist fies. Zwei Räume. Ich meine, theoretisch, wenn ich... Okay, wir sind beim ersten Puzzle, wo ich wirklich keinen Schimmer habe, was ihr wollt. Weil ich komme nicht rein. Ich kann den hier nicht powern. Und ich habe auch nichts. Oder war hier irgendwas, was man rausnehmen konnte? Ach, Gottes Willen. Siehst du, wenn man blöd ist. So. Pass mal auf. Jetzt könnte ich sagen, bitte nimm den und öffne diese Tür und lass sie offen. So, den kann ich wieder mitnehmen. Und jetzt holen wir uns noch den anderen raus. Und hier ist blau. Und für blau brauche ich aber rot. Warte mal kurz. Das ist zu weit, oder? Wie soll man denn jetzt hier an den blauen rankommen? Oder brauche ich vielleicht den anderen? Warte mal ganz kurz. Theoretisch kann ich ja jetzt sagen, hier, sei so nett,
und verbinde den mit dem und stelle ihn dahin. Erst einmal. Oder muss ich den gar nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Das Ziel ist es ja am Ende, Rot dahin zu kriegen. Und um Rot dahin. Und irgendwas muss ja da oben hin. Oder ist da oben nur das Ende? Ach, da oben ist nur das Ende, da muss ich hin. Okay, das macht's simpel. Leer, zumindest. Die Frage ist, muss man überhaupt den da geöffnet halten? Und ich denke schon. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Wo kriegt man... Siehst du, der Level ist ja... Seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Die Idee ist jetzt folgende. Der hier wird mal kurz getrennt. Weg. Der wird getrennt. Jetzt nehmen wir diesen hier. Und sagen... Mein lieber Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Du? Reicht das aus? Warte mal kurz. Nee, hier oben. Okay. Nee, ich hab mich vertan. Das wird nix. Okay, pass auf, ich hab jetzt eine Idee. Jetzt habe ich wirklich eine Idee. Pass auf, pass auf, pass auf. Den brauche ich. Den brauche ich hier hinten. Für zweierlei Dinger. Den hier. Damit kann ich ja die Tür geöffnet halten. Und zwar, wenn ich den und den verbinde und den hier oben hinstelle. Plopp. Seht ihr das? Weil wenn ich den hier oben hinstelle, dann öffnet er weiterhin die Tür, ist aber sichtbar. Und zwar für ihn hier. Denn der braucht blau und grün, um Rot zu bilden. Und damit kann er die beiden hier verbinden. Oh, shit. Der rutscht runter. Nee, runterrutschen darf er nicht. So, jetzt. Hat geklappt? Ja, sieht so aus. Und wenn ich den jetzt wegnehme, bleibt die Tür ja offen. Und jetzt, meine Lieben, kann ich schön, voll krass, dieses Trampolin hier benutzen. Oder den Fan. Von dem ich ein großer Fan bin. Und hier hochhopsen. Und damit das Puzzle lösen. The bridge ring seems to be fully charged now. Genau, damit habe ich alle voll. Ich mache aber trotzdem noch 8 und das Zusatzpuzzle. Ihr könnt mich mal. So, das heißt, ich suche jetzt das 8. Puzzle. Das ist in die Richtung. Und ihr seht schon, es geht relativ linear. Aber ich will auch dieses Fragezeichen erstmal suchen. Und das müsste ja hier hinter sein irgendwo, oder? Ist hier was? Ist das das Zusatzpuzzle? Ja, ist das Zusatzpuzzle, oder? Würdet ihr sagen? Genau, hier. Seht ihr Pyramide? So, und das müsste jetzt härter sein. Interconnectivity. So, das wird wahrscheinlich jetzt ewig dauern für mich. Erster Schritt ist, nimm das Ding und stell's hier hin. Die Musik ist ganz schön lauter. Soll ich die Musik mal ein bisschen leiser stellen? Ich mach das mal kurz. Options. Sound. Oh ne, halt. Close without saving. Sound, und zwar die Musik machen wir mal ruhig. Oh, sorry. Die machen wir mal ruhig auf Pfirsich. Ich glaube, das reicht. Und jetzt machen wir mal Apply. Das ist Right Trigger. So. Ja. Es muss nicht so wahnsinnig laut sein, die Musik. Oh, guck mal. Hier ist schon was. Oh, den. Okay, okay. Ich brauche grün hier. Okay. Wir brauchen hier grün. Jetzt pass auf. Eine Sache, die ich sofort machen kann, ohne irgendwas kaputt zu machen, ist, wir stellen ihn hier hin. Siehst du? Damit ist die Tür offen, aber zusätzlich auch noch diese Tür offen. So. Das hat jetzt nichts gekostet. Jetzt könnte ich ja... Das ist leider ein Mixer. Nee, macht aber nichts. Jetzt könnte ich ja aus Blau und Rot Grün zumindest schon mal machen. Oh, seht ihr was jetzt... Okay, okay, pass auf. Kann ich von hier aus den anderen... Krieg ich das hin? Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Brauche ich die da hinten offen? Ich glaube nicht. Ich würde jetzt erstmal die Dinger da rausholen. So, den löschen wir mal kurz und stellen ihn einfach nur hier hin. So, dadurch ist ja die Tür offen.
Und jetzt kann ich, glaube ich, relativ problemlos mit Hilfe von dir. Dem. Kriege ich das hin? Kann ich den sehen? Nee, leider nicht. Der steht dazwischen, ha? Das ist ein bisschen doof. Der steht dazwischen. Aber warte mal. Das geht. Das geht. Pass auf, pass auf. Aus den beiden mache ich jetzt einen grünen. Seht ihr? Und aus dem grünen mache ich gleich den und den und stellen wieder dahin und das reicht. Damit kommen wir an diese beiden Verbinder ran und genau die brauchen wir, um den anderen Kauderwelsch hinzukriegen. Und ich denke mal, ich muss außen rum gehen, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder das Blaue retten. Und zwar rette ich das Blaue wieder durch das und dahin stellen. Und damit sind jetzt wieder diese Türen offen. Und damit können wir... Weil diese hier brauche ich jetzt nicht mehr. Die ist jetzt scheißendreck egal. Und da hinten haben wir ja grün. Und da haben wir blau. Jetzt ist die Frage. Verbinde ich jetzt hinten rum? Ich glaube schon. Das werde ich wahrscheinlich tun müssen. Genau. Genau. Reicht das? Ich glaube, das reicht. So, den stellen wir hier hin. Genau. Und den anderen müsste man ja dann eigentlich nur noch damit verbimsen. Klopp. Ich glaube, ich habe irgendeinen Fehler in meinem Kopf. Das ist mir, kommt mir gerade schon wieder viel zu einfach vor. So, den verbinden, mit dem verbinden und hinstellen. Wieso ist er jetzt nicht mit dem verbunden? Achso. So, die sind jetzt verbunden. Und was wollte ich jetzt noch machen? Jetzt wollte ich den hier erstmal hier abstellen. Genau, pass auf. Das, ich glaube, das geht. Genau, das geht. Pass auf. Und den verbinde ich jetzt damit und damit. Und das war's. Weil jetzt brauche ich nur noch den hier. Mit dem verbinden. Achso. Und mit dem verbinden, oder? Oder? Ist das zu einfach? Es kommt mir gerade wieder viel zu einfach vor, liebe Leute. Aber das war's. Das war's. Cool. Schön. Das war das Zusatzpuzzle. Das zweite Zusatzpuzzle, liebe Leute. Oh, guck mal. Die Dinger fliegen ja wie bei The Witness. What? Wo fliegt ihr hin? Fliegt ihr zur Tür? Das ist voll krass. Super heftig. Aber eigentlich will ich jetzt erstmal zu Puzzle Number 8. Wo finde ich Puzzle Number 8? Ja, ich gehe da drauf zu. Und guck mal, da ist noch ein Fragezeichen. Was mag das nur sein? So, Puzzle Number 8. Ich denke mal hier lang. Ich schätze es einfach mal, dass es da ist, oder was? Und guck mal, das Fragezeichen ist... Das ist das Fragezeichen. Das ist das Fragezeichen. Oder? Ist das da das Fragezeichen? Ja, sieht so aus. Das hier ist das Fragezeichen. So, was ist denn das? Interesting monument. Monument. Decorative for another puzzle. Hm. Sag du's mir. Ich weiß es nicht. Sag du's mir. Ist es ein Puzzle? Guck mal. Da ist eine Sonne irgendwie, irgendwas. Oh, warte mal, Leute. Ah! Ich weiß es nicht. Aber das ist ein Sensor. Das ist ein grüner Sensor, oder? Von wo kann ich denn jetzt da reinleuchten? Ich wette, ich muss von irgendeinem anderen Puzzle da reinleuchten. Aber von welchem? Okay, ich gehe jetzt erstmal zu Puzzle 8. Aber guck mal, von welchem Puzzle könnte ich denn? Was haben wir denn da? Ist das noch ein Fragezeichen? Ich kann es ganz schlecht erkennen da oben. Wie ist es von dem hier? Was war denn das nochmal für eins? Das war... Was ist das hier für eins? Entanglement. Ist das jetzt Puzzle 8? Stand hier was? Hier steht nix. Und habe ich von hier aus Sicht auf das... Ja, von da... Das ist Puzzle 8. Okay, wir sind bei Puzzle 8. Gut, okay. Das macht mir Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, ne? Könnte ich jetzt von hier
auf das Ding da hinten pfeffern. Weil ihr seht, es wird nicht irgendwie... Ist es das nicht? Das ist es doch, oder nicht? Nee, das ist er gar nicht. Wo ist denn der? Hä, wo... Wo ist denn das Teil? Wo ich vorhin vorstand. Ich sehe es nicht mehr. Aber ich bin doch von hier gekommen, oder nicht? Bin ich jetzt blind? Ach, da ist es. Okay, sorry. Da ist es. Jetzt ist die Frage. Kommt man von da, von hier, da dran? Achso, sorry. So, seht ihr das? Sieht man es hier irgendwo? Ich sehe es von hier aus nicht. Vielleicht von da drin. Schauen wir mal. Ne, von hier drin kommt man auch nicht da dran. Also von hier aus, glauben? Von hier aus! Wartet mal kurz. Achso, der war ja an. Sorry, der war an. Achso, müssen zwei sein. Oh, das wird spannend. Ich glaube, von hier aus kam... Oh, das wird spannend. Okay, aber erstmal gucken wir, dass wir hier alle Krams rauskriegen. So. Hier ist rotes Licht. Rotes Licht. Ist das eine Leiter? Nee. Rotes Licht, grüner Empfänger. Okay, hier muss ich hin. Das ist das Ziel. Ich hätte den natürlich rausholen können. Aber ich verstehe noch nicht so 100 Pro, ehrlich gesagt. Weil hier kriege ich Rot. Rot hilft mir nicht. Da kriege ich einen Mixer, richtig? Und den Mixer könnte ich jetzt natürlich irgendwo draufstellen, um es geöffnet zu lassen. Aber wo kriege ich denn? Hier ist doch kein anderes, oder? Seht ihr irgendwo noch einen anderen? Doch, blau ist hier. Blau könnte man mit Rot mischen. Okay, blau könnte man mit Rot mischen. Rot. Rot ist hier. Blau könnte man mit Rot mischen. Blau könnte man mit Rot mischen und kriegt dadurch Grün. So. Das war jetzt der erste Modus. Hier kriegt man einen Klumpen. Den Klumpen. Ja, jetzt... Achso, ja, ist klar. So, jetzt können wir natürlich den hier machen. Und dann könnte ich... diesen hier erstmal anmachen. Und jetzt könnte ich mal hier drauf gehen. Und jetzt seht ihr bestimmt... Jetzt sieht man den da. Seht ihr das? Ob das reicht, ist die Frage. Jetzt müsste ich natürlich... Jetzt ist die Frage, kriege ich den... Kann ich den... Nee. Ich komme hier nicht drauf, während der aktiv ist. Das ist ein bisschen fies. So, wartet mal. So. Mein großes Problem ist, wie kriege ich den jetzt aktiv? Ich brauche ja weiterhin den, oder? Oder kann ich von... Wartet mal, ich habe eine Idee. Ist es möglich von... Aber wenn, dann ist die Tür ja zu. Ach Leute, ey. Ich bräuchte noch einen Stein oder irgendwas. Das wird jetzt echt witzig. Weil das Problem ist, sobald ich den hier rauslöse, ist das Rot weg. Und wenn ich kein Rot habe, habe ich kein Grün. Oh, wartet mal ganz kurz. Oh, wartet mal ganz kurz. Von hier aus kann man alle sehen. Von hier aus kann man alle sehen. Okay, pass auf. Ich weiß es. So, der hier. Wird jetzt auch noch verbunden zusätzlich mit dem hier. Und eigentlich müsste er auch noch zusätzlich verbunden werden mit dem Ding, was da hinten ist, den ich jetzt leider nicht sehen kann. Aber mein Problem ist, dass ich jetzt
den hier brauche. Dann packen wir den darauf. Und den hier. Darauf. Und den hier. Darauf. Oh Gott, ich krieg den ja nicht. Ich muss ihn ja erstmal einmal grün haben. Das ist mein Problem, ha? Huh? Die Frage ist... okay. Nee, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Ich habe es mir, glaube ich, zu einfach vorgestellt. Außer der geht durch diese Dinger durch. Das glaube ich aber nicht. Achso, sorry. Plop. 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 Nee, aber ich kann mich hier draufstellen. Pass auf, ich kann mich hier draufstellen. Das klappt, das klappt. Pass auf. So, und jetzt fliegt er gleich hoch. Und jetzt ist er mit allen verbunden. Und damit kann ich hier runter. Und der kann da weiterfliegen. Das einzige Manko ist... Okay, das kann ich noch ganz schnell machen. Das einzige Manko ist... So, also das normale Puzzle kriege ich damit fertig. Kein Problem. Aber wie kriege ich jetzt den Geheimschalter an, da im See? So, jetzt müssen eigentlich alle Puzzles gemacht sein. One case solved all the puzzles in this area, but nothing happened. There was a brief blip in the system, though. Maybe it'll do something later. There has to be some sort of point. Ich würde so gerne, liebe Leute, ist jetzt die Frage, ne? Warte mal ganz kurz, ich will jetzt mal was probieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wie kann man jetzt den... Diese geheime... Oder kann man von hier die Statue sehen? Seht ihr das? Das Licht ist in der Richtung. Seht ihr das? Sieht man es von hier? Kann man es gerade so sehen? Ich sehe es nämlich nicht. Ich glaube, man kann es nicht berühren von hier. Außer man fliegt. Und das Problem ist, sobald ich jetzt fliege, zerstöre ich das Ding und dann geht gar nichts mehr. Und dann bin ich hier drin auch gefangen, glaube ich. Oh, das ist echt schade. Ich hätte nur einmal den verbinden müssen mit dem da hinten, aber ich komme da nicht dran. Ich will es nochmal probieren. Ihr wisst schon, was ich vorhab, oder? Wie ist das denn jetzt? Achso, den ich vorhin noch... Okay, den müssen wir mal ganz kurz deselecten hier. So, den mit dem verbinden. Und dann... So. Mein großes Problem ist jetzt... Mein großes... Wieso ist das denn immer noch grün? Das verstehe ich nicht so ganz. Wieso ist der immer noch grün? Ach so, weil er grün ist da oben. Ach so, ja. Ach Leute. Ich habe gerade echt ein kleines Problemchen. Das Problem ist, wenn ich den Schalter... Ich glaube, dann bin ich auch eingesperrt. Aber wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. So. Jetzt würde ich so gerne einmal hier mit hochfliegen. So. Einmal kurz anschalten. Und einmal... Die Frage ist... Ja, jetzt kriegen wir den natürlich nicht mehr an, ne? Den kriegen wir nicht an. Das ist so schade, Leute. Das ist so schade. Wieso ist der jetzt eigentlich dauerhaft offen? Hier steht doch gar keiner drauf. Wieso ist denn der offen? Momentchen mal. So, deselect all. Wieso ist der jetzt offen? Wer hält jetzt den hier offen? Seht ihr das? Der ist jetzt offen. Wer hält den denn jetzt offen?
Das heißt, ich muss den gar nicht mehr da hinstellen, richtig? Das heißt, ich kann den jetzt hier hinstellen, oder was? Okay, hier kriegt er aber kein rotes Licht dauerhaft. Okay. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt könnte ich allerdings mal... Ich will nur einmal mit dem Ding in der Hand hochfliegen. Ist das möglich? Kann man mit dem Ding in der Hand hochfliegen? Ich glaube nicht, weil wie soll ich denn grün kriegen ohne den hier? Das geht ja gar nicht. Die Frage ist, reicht es? Oh, und dann kann ich ihn... Okay. Ich muss hier länger drüber nachdenken, Leute. Das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht raus. Vielleicht ist es auch gar nicht das richtige Puzzle. Aber ich habe das Gefühl, dass es das richtige Puzzle ist. Weil ich wüsste nicht, von welchem Puzzle man sonst dahin strahlen sollte. Ja? Aber es ist doch eindeutig, dass man dahin strahlen muss, oder? Mit einem grünen Licht. Würdet ihr nicht sagen? Aber die Frage ist, gibt es noch ein anderes Puzzle, von dem aus man dahin strahlen kann? Und ich glaube nicht. Was hat da geleuchtet? Achso, da latscht jemand rum. Ich komme hier nicht hoch. Ach, liebe Leute, ich denke nochmal drüber nach. Aber für mich ist es relativ klar, dass es das Puzzle sein muss. Und von da aus strahlt man dann dagegen und dann passiert irgendwas ganz Tolles. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Tower. Ich weiß allerdings nicht, in welche Richtung, ehrlich gesagt. Warte mal ganz kurz. Ist es das da? Der Weg? Also dieses Extra-Puzzle macht mich gerade fertig. Ich weiß im Prinzip, was erreicht werden muss, aber ich weiß nicht, wie man den Klick macht, wisst ihr? Man müsste es ja nur aktivieren und dann fliegt es hoch und dann ist alles gut. Soll ich noch einmal kurz gucken? Okay, letztes Mal, weil mich das sonst fertig macht. Ich schwöre, das ist das letzte Mal, dass ich reingucke. Und wenn ich es jetzt nicht gelöst kriege, dann schlafe ich drüber. Ja? Fakt ist, wir müssen den mit dem Roten verbinden. Ja? Das heißt, wir müssen ihn verbinden. Und hier bringt er mir herzlich wenig. Und der ist jetzt auch offen. Seht ihr das? Ich muss jetzt keinen der Dinger mehr drücken. Ich frage mich gerade, wie ich das geschafft habe. Wahrscheinlich ist das auch ein wichtiges Teil von dem Rätsel. Oder? Also, der ist hiermit verbunden. Ich setze ihn jetzt hier hin. Ne, sorry, hier hin. Und damit kann ich jetzt wieder die verbinden. Ich müsste jetzt echt nur ein einziges Mal zu einem Ort kommen, wo ich die andere Statue sehe. Vielleicht sieht man die... Sieht man die hier nicht? Ist das nicht das? Ich habe das Gefühl, dass es das ist. Da ist es doch, oder? Select! Seht ihr das? Okay, okay, okay. Also, selected. Jetzt selecten wir den. Jetzt selecten wir den. Jetzt selecten wir blau. Jetzt selecten wir grün. Und jetzt packen wir den da drauf, oder? Oder? Oh nein, der sieht den roten nicht. Ist aber nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich kann den roten einfach hier hinsetzen. Jetzt, jetzt. Und? Er fliegt hoch. Und? Und? Es ist passiert. Was ist passiert? Guckt, guckt, da ist irgendwas passiert. Oh, ich bin gerade stolz. Liebe Leute, das war cool, oder? Das war cool. Und das war out of the box gedacht. Was musste man machen? Oder was kriegt man jetzt? Und nu? Was ist nu? The All Gifted. An Achievement. He did so to smite his brother. Was war? Ich habe was Neues. Guck mal, ich habe ja auch ein Icon gekriegt. So, another mystery to solve. Assimilation, bla 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 bla. Related to... Okay. Ah, wisst ihr, was das ist? Davon muss man ein paar kriegen, damit man den Tempel dann öffnen kann, wahrscheinlich.
The entity didn't appear, and the system didn't react either. Ich Stars. Another reflection of the simulation. Oh, schon eine Stunde, Leute. Die Folge ist lang. Alter Schwede, liebe Leute. Wisst ihr was? Das ist cool. Huch. Achso, das ist. Seht ihr, das ist das Puzzle, was hier verbunden ist. Ich denke, das sind irgendwelche Bonusse. Heißt das Bonusse? Bohnen? Boni? Boni. Das sind irgendwelche Boni, die man braucht, um irgendwelche Secret Level zu öffnen oder so vielleicht? Oder? Meint ihr nicht? So, was ich jetzt gerne hätte, wäre mal wieder so ein Wegweiserchen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich hin soll. Und guck mal, da ist noch so ein Audioclip, glaube ich, ne? Davon kann man also auch noch ein paar sammeln. So, na dann. Nee, das interessiert mich nicht. Ich will nur jetzt zuhören. There is a pleasure in arriving on this island. The pleasure of being the first to step foot here in hundreds of years. Hundreds. It is a genuine pleasure, and yet it is also banal. My presence here is of no more significance than that of every other animal. These rocks do not care who walks here, and the millennia between the presence of our ancestors presence. And my brief journey are nothing. Brief journey. But even putting it this way is wrong. It is not that the rocks do not care. It is that in some sense they do not exist. I may stand in awe of the cliffs on the southern coast, but the cliffs cannot look back at me with contempt. So, nur lass mal gut sein. They cannot do anything at all. Ja, so, jetzt will ich mal weitergucken. Hier geht doch jetzt bestimmt die Brücke auf oder irgendwas. Oh! Ach, guck mal, jetzt haben wir wieder so eine Tetris-Puzzle-Dinger. Select Piece? Okay. Oh, guckt euch das an. Wo habe ich denn diese Pieces her verflogen? Oh, okay, ich hoffe, das war jetzt... Ich habe mich nur verknopft eigentlich. Rotate. Place. Ja, das war es. Aus Versehen habe ich das richtige Puzzle gemacht. So, das war doch richtig. Aber wo kamen diese Puzzle Pieces her? And God's ability to reshape the world. Oh. But he was also mad as a oh shit, ich hab mich verknopft. Kann man das wieder wegnehmen? Okay. So. So, und jetzt das andere? Oder? War das richtig? War doch richtig, oder? Ich weiß nicht, wo diese Tetrominos herkommen. Ich habe die ja nicht eingesammelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier wirklich krass Kontrolle drüber habe. Ehrlich gesagt. Reicht das so? Nee, das ist auf jeden Fall falsch. Bisschen strange ist die Steuerung, finde ich persönlich. Nee, es ist alles doof. Oder habe ich jetzt echt falsche Teile benutzt vorher? Kann das der Grund sein? Aber ich hatte das Gefühl, dass... ich glaube... Ja! Okay. Okay. Die Steuerung ist ein bisschen strange, muss ich sagen, mit so einem Schultertasten. Irgendwie ist sie nicht wahnsinnig intuitiv. Okay, jetzt wäre es nett, wenn er mal speichern würde, weil dann würde ich mal Pause machen, weil wir sind ja jetzt relativ weit gekommen. Und dann machen wir das nächste Mal weiter, oder? Weil da hinten sieht es schon wieder nach Puzzle aus. Oder ist dann fertig? Sind wir mit einem Abschnitt fertig? Kann ja sein. Das wäre ja zu wünschen. Das wäre ja wünschenswert. Es wäre es wert zu wünschen. Das wünschenswert. Wert das Echte. So, danach muss aber erstmal wirklich gut sein, weil wir sind jetzt bei 1 Stunde und 4. Na dann? Na dann los! Hui! Hui! Kopfschmerzenmaker 3000! So, und nu? Wat nu? Ah! In the beginning, oh. The God shaped humankind out of the clay of the earth and gave them life with their own breath. But who is closer to perfection? The Creator or the Created? Tja. Och nee, ich will jetzt eigentlich gar nicht so lange
The man who lives on the plains imagines that the gods dwell on the mountaintop. But if he followed the steep road, he would see his shadow in the clouds beneath. Sehr gut. When Prometheus saw that humankind was more alike in nature to the gods than to the animals, he stole the secret of fire from Olympus and shared it with the mortals. Das ist nett. Was his theft justified? Genau. Knowledge must be earned, not given. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das habe ich tatsächlich, ja. Sorry. Angered by the betrayal of Prometheus, Zeus punished humankind by creating Pandora. He gave her a box. And when she opened it, from inside escaped sorrow and suffering. All that remained within was hope. What does this mean? Das bedeutet, dass ich jetzt langsam Pause machen möchte. So, und los. Those who desire hope should ask themselves why it was imprisoned with the world's evils. Das frage ich mich ja alles, aber ich würde jetzt gerne Pause machen. You stand before the fire. Will it make you whole or will it destroy you? Sure. Consider the shadows cast by the flame, but do not mistake them for truth. So, gut, super. Filmsequenz und dann bitte auch mal gut sein lassen. Ja? Jetzt nicht schießen hier. Schießen ist nicht nett. Boah, Leute. Ein grüner Strahl. Ah, merkt ihr was? Drei Stück muss ich davon kriegen. Rot, grün, blau nehme ich an. Ich kriege ein Achievement. Grasslands Ring. Ja, aber jetzt labert mich nicht voll, Leute. Bitte. I'd say there are two distinct issues here. What is the being 1K spoke to? And what is the function of the beam? Let's start with the Sphinx. It seems similar to the apparition in New Jerusalem. Presumably the same technology. Eine Stunde sieben. What I'd like to know is what we're dealing with, ontologically speaking. Was this a sentient being or some kind of recording? So. That doesn't necessarily mean that it's intelligent. Let's assume for a moment that 1K is right and it is intelligent in some sense. What really matters here is what it was trying to achieve by asking those questions. I have no idea. So. I thought it seemed like not exactly a riddle, but maybe a challenge. Yeah, challenge. That's an interesting thought. Genau. There's clearly some sort of testing component to this place. You solve the puzzles, you get access to the towers, you enable a beam, and if you do it three times, you get access to the main structure. Hab ich doch gesagt! Maybe, but why? I don't know. Weil Game Designer das so gemacht haben. Los, jetzt! Don't you like mysteries, Al? Everybody likes a good mystery. You know what I like? Certainty. Weißt du, was ich mag? Wenn die Zwischenspende vorbei sind. Mystery to certainty? By solving puzzles. Genau, das will ich machen. Yep. 1K, you know the drill. Danke. The rest of you, as you were. Danke. Schwupp. Und dann? Gespeichert ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Taylor's Principle. Let's play through. Und ich hoffe, das Video hat jetzt aufgenommen ohne Fehler, weil sonst war alles für den Arsch.